Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den gelösten Fall von Sibylle Smilus. Der Fall wurde gezeigt in Aktenzeichen XY am 6.12.2002. Tattag war der 21. Juli 2002. Sibylle war 16 Jahre alt und lebte in Visselhövede bei Bremen. Sie wohnte mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und zwei jüngeren Geschwistern zusammen. Eine ältere Schwester wohnte nicht mehr zu Hause. Sie hat zwar viele Freunde, aber einer davon ist einer der wichtigsten Bezugspersonen in ihrem Leben. In der Darstellung bei Aktenzeichen XY wird dieser Benny genannt und ist 21 Jahre alt. 6 Tage vor der Tat zieht dieser nach Hamburg. Sie ist darüber traurig, aber die beiden sprechen ab, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Am 20. Juli 2002 verbringt Sibylle fast den ganzen Tag mit ihrer Mutter zu Hause. Und am Abend geht sie wie geplant zu einer Privatparty zu Freunden. Die Leute kennen sich alle und feiern des Öfteren zusammen. Diese Partys gehen nicht selten bis in den frühen Morgen. In der Nacht, besser gesagt am Sonntagmorgen des 21. Juli 2002, besuchen die Freunde gegen 3 Uhr noch die Diskothek Tenne in Visselhövede. Sibylle bleibt aber nicht mehr lange und wird in der Diskothek zum letzten Mal lebend gesehen. Sie verlässt die Diskothek Tenne gegen 4.15 Uhr. Es wurde vermutet, dass sie die Diskothek alleine verlassen hat. Der Weg nach Hause ist etwa 1 Kilometer lang. Und der Weg führt durch einen Park an einem sogenannten Überlaufbecken vorbei. Die Polizei war sich vollkommen im Unklaren, was im Park passiert ist. Sie war sich nur sicher, dass es zu einem Kampf kam. Der Täter warf Sibylle ins Wasser. Sie lebte noch, war aber bewusstlos und ertrank. Die Polizei hatte keine Anhaltspunkte, dass es sich eventuell um eine Beziehungstat handeln könnte oder dass Sibylle eventuell den Täter kannte. Es wurde aber gleich vermutet, dass er aus dem Umland des Tatortes kommt. So, das war die etwas sehr dünne Darstellung des Filmfalls bei Aktenzeichen XY. Und jetzt kommen wir einmal zu den Ermittlungen und zu den Fakten, die ich aus anderen Medien herausgesucht habe. Und diese unterscheiden sich mal wieder recht heftig bezüglich der Abläufe, als wie sie in der Sendung bei Aktenzeichen XY dargestellt wurden. Sorry, wenn es euch nervt, aber ich möchte euch eben alle Informationen zu einem Fall nennen. Und dazu gehören auch die unterschiedlichen Darstellungen. Kommen wir jetzt einmal zu der Darstellung, die ich in der Zeitung Die Welt vom 25.07.2002 gelesen habe. Dort wird nämlich Folgendes berichtet. 3 Kinder, die am Dienstagnachmittag angeln gehen wollten, machten einen grausigen Fund. Genannt: Sie sahen eine Leiche in einem kleinen See schwimmen. Dieser See wurde Majors Bruch genannt und lag am nördlichen Rande der Stadt an einem Waldweg. Die Polizei war zum Zeitpunkt des Fundes bereits vor Ort, da sie gerade eine große Suche vorbereitete. Am Folgetag wurden die sterblichen Überreste des Fundes obduziert und es war eindeutig die verschwundene Sibylle. Die Hamburger Gerichtsmediziner erklärten, dass sie durch ein Verbrechen gestorben ist. Sie wies Spuren von Gewaltanwendung am Oberkörper auf. Aber die eigentliche Todesursache war Ertrinken. Hinweise auf ein Sexualverbrechen gab es nicht. Sie war vollständig bekleidet. So, und in diesem Bericht wird der Ablauf des Abends etwas anders dargestellt. Und zwar wie folgt. Sibylle war in der Nacht zum Sonntag bei einer Beachparty in der Diskothek Tenne im Ortszentrum.
Möglicherweise ist sie dort bereits dem Täter begegnet. Eine Freundin hat dann später der Polizei berichtet, dass sie Billy ihr noch in der Diskothek anvertraut habe. Sie sei von fremden Männern bedroht worden. So, davon war nichts bei Aktenzeichen Y zu hören. Sie und Sibylle hätten deshalb gegen 3.15 Uhr das Lokal verlassen. Die beiden seien einen Teil des Weges gemeinsam gegangen. Die letzten 1,5 Kilometer nach Hause ist Sibylle dann alleine gelaufen. Laut Aktenzeichen Y hat sie das Lokal um 4.15 Uhr verlassen, und zwar alleine, und der gesamte Fußweg soll nur 1 Kilometer betragen haben. So, nachdem Sibylle dann nicht nach Hause gekommen war, hatte die Mutter eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Und 2 Tage später wurde Sibylle ja in Majorsbruch gefunden. Es wurden dann 200 Zeugenaussagen nachgegangen, aber ohne Erfolg. Ein Zeuge, der sich meldete, gab an, er habe in den frühen Morgenstunden des Sonntags, also an dem Tag, an dem Sibylle verschwunden ist, unweit des Leichenfundortes 3 junge Männer gesehen, die sich auffällig benahmen. Einer von ihnen soll in ein Gebüsch gesprungen sein und ein anderer habe sich abgewendet. Die Polizei suchte nun mit Hilfe von Phantombildern. Zu dem Zeitpunkt handelte es sich aber bisher dann nicht um Tatverdächtige. Unterdessen hatte dann eine aus 30 Beamten bestehende Mordkommission ihre Arbeit aufgenommen. Die Kommission wollte jeden befragen, der in dieser Nacht in der Diskothek gewesen war. Ebenso suchte die Polizei nach Personen, die in der Nacht zum Sonntag Beobachtungen vor der Diskothek oder auf dem Heimweg von Sibylle gemacht haben. Als der Zeuge, der die 3 Männer am späteren Fundort gesehen haben will, von der Polizei genauer befragt wird, verwickelt sich dieser in Widersprüche und gibt später zu, sich das Ganze aus Geltungssucht nur ausgedacht zu haben. Dann ruhte der Fall 5 Jahre. Im Jahr 2007 wird die Akte Sibylle im Zuge von Ermittlungen zu Überfall und Mordversuch auf eine 81-jährige Rentnerin dann wieder geöffnet und neue DNA-Untersuchungen werden durchgeführt. Aber auch diese Maßnahme bringt nicht den erhofften Erfolg. Weitere 2 Jahre später, also 2009, gelang es der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rothenburg-Wümme, den Täter zu ermitteln. Der 40-jährige Mann war schon kurz nach Entdeckung von Sibylle ins Visier der Ermittlungen geraten, da er offenbar der Letzte war, der Sibylle nach dem Besuch der Diskothek noch lebend gesehen hatte. In zahlreichen Vernehmungen danach hatte er dann mehrfach unwahre Angaben gemacht und sich in Widersprüche verstrickt. Ein konkreter Tatnachweis war jedoch zunächst nicht zu führen. Nachdem jedoch vor wenigen Wochen ein Sachverhalt ermittelt werden konnte, für eine vom Beschuldigten zum Nachteil seiner früheren Freundin begangenen Straftat ergab. Diese Tat erwies Parallelen zum Fall Sibylle. Und aus diesem Grund beantragte die Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehl sowohl wegen Mordes an Sibylle Smilus als auch wegen des Sexualdelikts zum Nachteil der früheren Freundin. Das Landgericht Verden erließ im April 2009 Haftbefehl. Am 2. April 2009 wird der Beschuldigte dann in seiner Wohnung festgenommen. Und jetzt kommt das eigentlich Schockierende in dem Fall. Denn bei dem festgenommenen und mutmaßlichen Täter handelte es sich um den Ex-Freund der Schwester von Sibylle, also von der älteren Schwester, die nicht mehr mit der Familie zusammenwohnte. Diese beiden waren 2,5 Jahre zusammen. 2 Jahre lang lebte der Täter mit dem Namen Nils mit Sibylles Schwester in einer kleinen Wohnung in Visselhövede zusammen. Als die Beziehung im Jahr 2000 zerbrach, zog er nach Walsrode, wo er auch bis zuletzt wohnte. Der Kontakt zu der Familie riss jedoch nie ab. Immer öfter kontaktierte er
sein späteres Opfer, und traf sich mit Sibylla auch in der Disco Tenne. Der gelernte Handwerker hat daraufhin ein Geständnis abgelegt. Er gab an, er hätte Sibylla in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2002 zufällig in der Diskothek getroffen. Man habe sich lange unterhalten und später habe er Sibylla nach Hause bringen wollen. Unterwegs haben sie und er eine Abkürzung genommen. Er und Sibylla seien immer wieder auf die 9 Jahre ältere Schwester zu sprechen gekommen. Sie war die Liebe seines Lebens, er wolle sie zurückgewinnen und hoffe auf die Unterstützung der Schwester. Doch die habe ihm immer wieder vorgeworfen, dass er die Beziehung kaputt gemacht hätte. In der Nähe eines Regenrückhaltebeckens kam es dann zum Streit. Sie wollte weg, er hielt sie fest, sie rief um Hilfe. Er wollte weiter mit ihr reden. Dann wollte er, dass sie ruhig ist. Er habe sie geschlagen. Irgendwann hätten sich beide im Wasser befunden. 2-mal will er sie mit dem Kopf unter das Wasser gedrückt haben. Beim 2. Mal habe er kein Glucks mehr gehört und sie habe sich nicht mehr bewegt. Er glaubte jedoch, dass sie noch geatmet hat. Dann sei er weggelaufen. Einen Vorsatz, Sibylla zu töten, will er nach eigenen Angaben nicht gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft ging jedoch von einem anderen Sachverhalt aus, nämlich von einem versuchten Sexualdelikt. Diesen Sachverhalt klagte sie auch an. Die Anklage warf dem Angeklagten Mord an Sibylla Smailus vor. Und am 15.09.2009 wird das Verfahren eröffnet. Die Staatsanwaltschaft ging von folgendem Tatablauf aus. Er hatte Sibylla in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2002 zufällig in der Diskothek getroffen. Bereits in der Diskothek sei es zu einem Kontakt gekommen. Als Sibylla die Diskothek mit ihrer Freundin verlassen hat, folgte der Angeklagte ihr. Nachdem sich die beiden Mädchen getrennt hatten, sprach er sie kurz vor ihrem Elternhaus an. Beide gingen dann spazieren, setzten sich an den Teich und unterhielten sich. Unter anderem über die frühere Beziehung des Angeklagten zur Schwester des Opfers. Man habe sich in der Nähe des Beckens ins Gras gesetzt. Dann habe sich der Beschuldigte aber eindeutig mehr gewünscht als zu reden, nämlich einen intensiven körperlichen Kontakt, und habe sich ihr angenähert. Sie habe weglaufen wollen. Aus Wut und Angst vor einer Anzeige und der Erklärungsnot gegenüber ihrer Familie habe er sie für immer zum Schweigen bringen wollen. Er habe sie festgehalten, geschlagen, gewürgt und als sich der Kampf in Richtung Wasser verlagerte, den Kopf von Sibylla so lange unter Wasser gedrückt, bis sie verstarb. Diese Tat geschah, weil der Angeklagte die versuchte Auseinandersetzung vertuschen wollte. Er hatte somit die Absicht, eine andere Straftat zu verdecken. Rechtlich zu bewerten ist das damit als Mord. Der Angeklagte machte persönliche Angaben und nahm Stellung. Er gab an, dass er Sibylla nicht töten wollte. Man habe sich nur unterhalten. Er wollte eine neue Beziehung zur Schwester aufbauen und hoffte auf Unterstützung von Sibylla. Als sie für einen Neubeginn keine Chance sah, wurde er wütend und es kam zum Streit. In dessen Verlauf habe er dann Sibylla unter Wasser gedrückt, bis sie ruhig war. Sie habe sich nicht mehr gerührt, aber die Augen geöffnet gehabt. Dann sei er aus Panik weggelaufen. Aber Sibylla soll zu diesem Zeitpunkt noch am Leben gewesen sein. Einen Willen zur Tötung hätte er nicht gehabt. Auch wollte er keinen sexuellen Kontakt. Bis zum damaligen Zeitpunkt war ihre Schwester seine große Liebe gewesen. Die Staatsanwaltschaft erwiderte, dass diese Version nicht passen kann. Die Leiche wurde mit einem hochgeschobenen BH, Kratz- und Blutergüssen an der Brust und dem geöffneten Reißverschluss der Hose aufgefunden. Der Angeklagte erklärte darauf, dass dies wahrscheinlich im Kampf passiert sei. Den genauen Tatablauf habe er aber nicht mehr im Gedächtnis.
Schon kurz nach der Tat war der Angeklagte in das Visier der Ermittlungen geraten. Da feststand, dass er wohl der Letzte war, der das Opfer lebend gesehen hat. Er wurde zunächst als Zeuge, dann auch als Beschuldigter vernommen. Ein Nachweis sei jedoch zu der Zeit nicht gelungen. Grund dafür war, dass die Sonderkommission in ihrer Arbeit durch Falschangaben von Zeugen behindert wurde. Das war eben der Knabe, der dann behauptet hat, er hatte da drei Personen gesehen. Und Anfang des Jahres 2009 musste das dann gewesen sein, war der Angeklagte dann wegen einer Sexualstraftat angezeigt worden, bei der sich eben Parallelen zum Fall Sibylle ergeben hatten. Und hatte sich daraufhin dann immer mehr in Widersprüche verstrickt. Als ein Haftbefehl erlassen wurde, gestand er dann sehr schnell. Er war sichtlich ergriffen und die Beamten hatten das Gefühl, dass er was loswerden wollte. Am zweiten Verhandlungstag wurde dann der Rechtsmediziner vernommen. Es ging am Ende um die Frage, ob Sibylle noch lebte, als der Angeklagte den Tatort verließ. Dieser sagte, es war ein langsames Sterben und der Todeskampf soll mindestens 15 Minuten gedauert haben. Die Abwehrverletzungen machten deutlich, dass Sibylle alle Kräfte eingesetzt habe, um zu überleben. Allein sie schließlich zu ertränken, soll mehrere Minuten gedauert haben. Sie hat vermutlich noch gelebt, aber sie wäre nicht mehr zu retten gewesen. Am dritten Verhandlungstag wurden dann Freunde und auch die Ex-Freundin des Angeklagten nach der Tat vernommen. Ende 2002 hatte die Frau aus dem Landkreis Rothenburg den Angeklagten kennengelernt. Im darauffolgenden Jahr musste sie eine Aussage bei der Polizei machen. Die Tat an Sibylle war in der Beziehung ein Thema, weil sie wusste, dass ihr Freund früher eine Beziehung mit der Schwester von Sibylle hatte. Als er jedoch als Täter festgenommen wurde, war sie geschockt. Die Beziehung zwischen ihm und ihr hielt circa ein halbes Jahr. Es habe oft Gebrüll und Diskussionen seinerseits gegeben. Und das Zusammenleben wurde immer schwieriger mit ihm. Im Mai 2004 trennte sich das Paar dann. Handgreiflich sei er nur einmal geworden. Sie habe schon geschlafen, als er betrunken nach Hause kam und mit ihr diskutieren wollte. Als sie dann ins Gästezimmer ging, packte er sie fest am Handgelenk und sagte, jetzt hör mal zu, du Alte, Punkt, Punkt, Punkt. Sie habe ihn aufgefordert, sie loszulassen und gesagt, da wunderst du dich, dass du unter Tatverdacht stehst? Und da hat er sofort von ihr abgelassen. Statt Selbstbewusstsein habe er Minderwertigkeitskomplexe und Schuld hätten bei ihm immer die anderen. Er sei schnell aufbrausend, jähzornig und aggressiv gewesen. Im Affekt, so meinte sie, sei ihm alles zuzutrauen. Die Verteidigung hielt der Zeuge dann vor, bei der Polizei 2003 eine andere Aussage gemacht zu haben. Damals hätte sie ihn als ausgeglichen bezeichnet. Da kannte sie ihn noch nicht so gut. Das Bild habe sich dann durch das spätere Zusammenleben verändert, erklärte sie ihre vorherige Aussage. Die weiteren Zeugen des dritten Verhandlungstags waren der Gastgeber und Gäste einer Geburtstagsfeier am Vorabend der Tat. Die scheint aber eine andere Party gewesen zu sein, als der auf der Sibylle war, bei der in Aktenzeichen des Y berichtet wurde. Das wird jetzt leider hier nicht so deutlich dargestellt. Auf jeden Fall war auf dieser Party dann auch der Täter Nils gewesen und sei wie immer gewesen, sagte der Gastgeber. Man würde ihn seit 20 Jahren kennen und bezeichnete ihn eher als sensibel. Circa gegen 1 Uhr habe er dann die Party verlassen. Zwei Frauen hätten ihn mit nach Wisselhövede genommen, wo er dann noch in die Diskothek gehen wollte. Dann wird eine Freundin des Angeklagten vernommen. Ihr soll er später erzählt haben, dass er Sibylle in der Disco getroffen habe. Man habe sich über ihre Schwester unterhalten
und er habe Sibylle dann ein Taxi bestellen wollen. Am nächsten Verhandlungstag sagte die Schwester von Sibylle aus, die Ex-Freundin von Nils, dem Angeklagten. Man habe sich 1997 in einem Mietshaus kennengelernt. Man wurde ein Paar und zog zusammen. Doch Ende 1999 bekam die Beziehung Risse. Man trennte und versöhnte sich. Die endgültige Trennung erfolgte dann Mai 2001. Grund für die Trennung seien seine Wutausbrüche und sein Jähzorn gewesen. Irgendwann konnte sie dies nicht mehr aushalten. Zum Tatzeitpunkt im Jahr 2002 lag die Trennung über ein Jahr zurück. Und danach habe sich der Angeklagte nie bemüht, sie zurückzugewinnen. Dass sie in der Disco Kontakt zum Angeklagten gesucht hat oder gar ihn umarmt habe, sei nicht Sibylles Art gewesen. Sie habe keinen körperlichen Kontakt gesucht und sei auch nicht freizügig bei ihrer Kleidung gewesen. Die Familie, auch die Schwester, hätten den Angeklagten immer für einen Spinner gehalten. Der Große möchte gern. Dann erfolgte der Auszug aus dem Bundeszentralregister, der verlesen wurde. Der Angeklagte stand unter Bewährung. Er hatte im August 2006 vom Amtsgericht Rothenburg wegen schwerer Brandstiftung eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren erhalten. Wenige Stunden bevor seine Mietwohnung geräumt werden sollte, hatte er dort Papier angezündet. Bei dem Brand war ein Schaden in Höhe von 91.000 Euro entstanden. Am 5. Verhandlungstag hat das Gericht dann einen Ortstermin gesetzt. Es ging um die Frage, ob der Angeklagte vermindert schuldfähig sei. Dies verneinte der Sachverständige dann eindeutig. Auch habe der 40-Jährige nicht im Affekt gehandelt. So war der Fachmann überzeugt. Dafür gäbe es überhaupt keinen Hinweis. Kommen wir zu den Plädoyers der beiden Seiten. Die Anklage forderte wegen Mordes lebenslange Haft. Man sei überzeugt von der Schuld des Angeklagten. Der ganze Körper wies Spuren stumpfer Gewalteinwirkung auf. Von der Fußsohle bis zum Scheitel. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Mann ihr sexuell genähert habe. Als Indizien dafür wurden der hochgeschobene BH, Kratzspuren an der Brust und der geöffnete Reißverschluss der Hose des Opfers aufgeführt. Der Angeklagte hatte Angst vor Entdeckung, weil ihm Sibylle angedroht habe, dass sie ihn anzeigen wird. Dies war ihr Todesurteil. Mit ziemlicher Brutalität habe das Mädchen dann misshandelt. Ob Sibylle nach Verlassen des Tatorts noch gelebt habe, sei für die rechtliche Bewertung der Tat ohne Bedeutung, da sie bereits zu diesem Zeitpunkt keine Überlebenschance mehr hatte. Der Todeskampf soll ja nach Expertenmeinung mindestens 15 Minuten gedauert haben. Was der Täter da gemacht hat, ist Hardwork gewesen. Der Kampf war völlig einseitig. Ein 33 Jahre alter Bodybuilder gegen ein 16-jähriges Mädchen, das nicht unerheblich alkoholisiert war. Sämtliche Zeugenaussagen aus dem persönlichen Umfeld des Angeklagten haben belegt, dass dieser Mann zu solch einer Tat fähig ist. Vor der Polizei hatte er gesagt, Sibylle habe ihm mit einer Anzeige gedroht. Später korrigierte er, sie habe gesagt, dass sie niemandem etwas davon erzählen würde. Wie auch immer. Er hatte die Absicht gehabt, die Tat zu vertuschen. Ab diesem Zeitpunkt war ihm klar, dass er für seine Tat zur Verantwortung gezogen wird. Dies ist der schulmäßige Fall einer Verdeckungstat. Es ist und bliebe Mord. Und dafür sieht das Gericht nur eine Strafe vor. Die lebenslange Haft, die die Staatsanwaltschaft auch beantragt. Die Verteidigung sieht nach der Beweisaufnahme den Mord nicht als erwiesen an. Die Tötung sei zwar tragisch, rechtlich sei sie jedoch als Totschlag zu bewerten. Eine Verdeckungstat sei nicht zu beweisen. Auch die Beweisaufnahme änderte an dieser Tatsache nichts. Der hochgeschobene BH etc. könne auch als Folge des Kampfes erklärt werden.
Zudem hätte der Angeklagte kein körperliches Interesse an Sibylle. Zu dieser Zeit war er unsterblich in die Schwester des Opfers verliebt gewesen. Diese war seine große Liebe. Für andere Frauen interessiere er sich gar nicht. Am Tatabend hätten die beiden sich gut unterhalten in der Disco, sogar umarmt. Auf dem Heimweg sei man dann in Streit geraten, der einfach eskaliert ist. Mit der Einsicht, dass er wohl keine Chance mehr auf eine Beziehung mit der Schwester hatte, sei er in einen unkontrollierbaren emotionalen Zustand geraten. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne. Rechtlich ist somit ein Totschlag gegeben. Tat und Schuld angemessen seien inklusive der Sexualstraftat 11 Jahre und 4 Monate. Der Beschuldigte sei geständig gewesen und zeige Reue. In seinem letzten Wort bat Nils, der Angeklagte, die Familie des Opfers um Verzeihung. Diesen Ausgang der Tat habe er zu keiner Zeit gewollt. Am 29. September 2009 sprach die Spur Gerichtskammer im Namen des Volkes dann folgendes Urteil. Der Angeklagte ist des unten aufgeführten Mordes schuldig und wird deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Haftbefehl des Landgerichts Verden bleibt in Vollzug. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Und jetzt zur Begründung. Für die Kammer des Landgerichts Verden ist klar, dass Nils S. im Juli 2002 die 16-jährige Sibylle getötet hat, um damit seine vorherigen Straftaten zu verdecken. Das Gericht glaubte ihm, insofern, dass sich der Schülerin auf dem Heimweg von der Wisselhövener Diskothek nicht sexuell genähert habe. Dies ist anhand des objektiven Geschehens nicht festzustellen. In diesem Punkt gab das Gericht der Verteidigung recht. In der Diskothek sei er mit ihr ins Gespräch gekommen, habe ihr Geld für die Taxifahrt nach Hause angeboten und sei, als sie dies abgelehnt habe, mit ihr rausgegangen und habe sie selbst auf dem Heimweg begleitet. Dabei sei es während eines Gesprächs zum Streit gekommen, der eskaliert sei. Man habe sich über die gescheiterte Beziehung unterhalten. Die 16-Jährige habe ihm Vorwürfe gemacht. Als sie gehen wollte, habe er sie festgehalten und geschlagen. Trotzdem sieht auch die Kammer einen Verdeckungsmord bzw. Verdeckungstat, wenn auch aus einem anderen Umstand als die Anklage. Es wurde ihm bewusst, dass diese Konsequenzen haben würde. Strafrechtlich, auch weil er unter Bewährung gestanden habe und hinsichtlich des Wunsches, mit der Schwester wieder zusammenzukommen. Um dies zu verhindern, habe er sie getötet und damit das Merkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt. Wie dem auch sei, hätte der Angeklagte spätestens zu diesem Zeitpunkt Angst vor der Aufdeckung haben müssen. Es sei ein spontaner Entschluss gewesen, jedoch keine Affekttat. Sibylle hat sich gewehrt. Es habe sich ein Kampf auf Leben und Tod entwickelt. Sibylle wurde erheblich verletzt. Beide gerieten ins Wasser. Dort habe Sibylle sich weiter gewehrt. Der Angeklagte hat sie zweimal unter Wasser gedrückt. Sie hatte keine Chance gegen diesen Mann. Bedauerlich sei, dass er nur die Tötung einräumte, aber nicht das Motiv gestanden habe. Damit sei der Wunsch der Familie nach vollständiger Aufklärung nicht erfüllt worden. Somit liege kein Totschlag, sondern Mord vor. Da der Angeklagte voll schuldfähig ist, hatte das Gericht keine andere Wahl. Das Urteil muss lebenslang heißen. Da in diesem Fall eigentlich alles gesagt ist, werde ich heute mal nicht spekulieren. Ich möchte nur zu denken geben, dass das Urteil 2009 rechtskräftig wurde, die Haftzeit 15 Jahre ist, wir haben 2022 und 2024 sind 15 Jahre um. Das heißt, er kommt spätestens, wenn er nicht wegen guter Führung schon wieder draußen ist, in 2 Jahren raus.
Sibylle wäre dann zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre gewesen. So, das war's dann mit diesem Fall. Ich verabschiede mich von euch. Hoffe, das Video war interessant für euch. Passt auf euch auf. Besonders die weiblichen Zuschauer, Zuhörer, ihr seht oder ihr hört, was immer passieren kann. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.